Jetzt werde ich dich mal ein paar Sachen fragen. Also du bist der Axel. Ja, mein Name ist Axel Kemmer und ich bin schon Oldtimer, aber das spielt keine Rolle. Wie lange seid ihr schon hier? Wir sind seit 2011 hier in Deutschland zurück, waren Ja. vorher 7 Jahre in Uruguay, Montevideo, haben ganz Südamerika bereist, Hab den Hof hier ausgebaut, den Hof sehr schön ausgebaut, gemacht, ja. ja. Und natürlich drüben jede freie Minute auf den Pferden unterwegs, auch mit den Gauchos und Viehtreiben, fehlt mir ein bisschen Also hier. bist ein alter Gaucho geblieben, sozusagen. Möglicherweise. Ich könnte auch Alles einen klar. Mate machen. Ne? Ja. Wir nehmen unser Ziel im Gefühl auf, im Inneren. Ja. Und inneraktiv heißt, dass wir in uns auch schauen, was ist in uns aktiv beim Bogenschießen. Nämlich, es können Fehlhaltungen da sein, es können alte Streikenergien da sein, es können Fehlprogramme sein. Und alles das bringt uns aus dem Gefühl raus und bringt uns aus dem Treffen raus. Also suchen wir einerseits diese Dinge beim Schießen in unserem Innern. Das zeigt uns jeder Pfeil, wo ich stehe. Auf der anderen Seite, inneraktiv heißt aber auch, dass ich meine positiven Dinge im Innern spüre. Nämlich das feine Gefühl, das Gespür für den Nächsten. Inspiration ist Ja. ein innerer Aspekt. Und all das ist bei uns beim Bogenschießen sehr wichtig. Jedes Hintergrundprogramm, was bei mir läuft, ob ich es jetzt noch realisiere oder nicht mehr, weil wenn ein Programm eine Weile hinten läuft, dann merke ich es schon gar nicht mehr. Aber das macht langsamer und beim Computer weiß man, dass er irgendwann mal sogar die Flügel streikt und bei uns nennen wir das Burnout. Bogenschießen innerlich auch eine Kraft hochkommt, die ich sonst nicht spüre. Allein durch die Atemtechnik, die wir machen, diese Tiefenatmung, Ja. wir atmen das ganz direkt in die Mitte in unseres Körpers, das geht in den Pfeil. Und nee. Nach hinten wegreißt, dann ist ein ganzes schönes Ziel im Eimer, weil der Bogen wegspringt. Mal unsere wöchentlichen Teilnehmer, die regelmäßig kommen. Und es gibt Leute, die sagen, ich lasse jeden Termin sausen, nur diesen lasse ich nicht sausen. Ich komme auch, wenn ich krank bin. Dass wir Seminare geben, und zwar Seminare für Privatpersonen, die sich dann zu bestimmten Seminarthemen anmelden. Die können wir nachher nochmal bekannt geben. Wir haben noch 3 Seminare dieses Jahr und die werden gerne besucht. Und wir machen natürlich auch für Firmen Seminare. Das heißt, für Teamverbesserung und für Führungskräfteseminare. Und die sind sehr anspruchsvoll. Und da bieten wir nicht nur das Bogenschießen an, sondern wir bieten auch über Seemannschaft. Das heißt, wir haben die Verbindung zu einem großen Oldtimer-Segler. Das ist die Eye of the Wind. Auf das ist der Film mit dem Jeff Bridges gespielt worden, The White Squall. Und dort bieten wir den gleichen inneren Inhalt, den wir hier übers Bogenschießen vermitteln wir dort über Seemannschaft. Über Seemannschaft. Und wie viele Leute sind da dabei, normalerweise auf dem? Also da können bis zu 18 Personen mitmachen. Ah, und das quasi so für Firmen, für Teamgeschichten Ganz so. genau. Und da darf auch einer mal das Schiff lenken. Thank you.
Ja, der eine Ballon ist kaputt. Der andere noch nicht. Also erstmal kann ich dazu sagen, wir haben 7 Jahre in Uruguay gelebt. Okay. Und haben ganz Südamerika bereist. Ja. Und haben natürlich auch da Kontakt zu den Indianern gehabt. Meine persönliche Geschichte ist, dass ich denke, ich habe innerlich einen Draht dazu. Ja. Wahrscheinlich, ich denke mir, ich habe eine Inkarnation irgendwo da. Also einen spirituellen. Ja, wir spielen auch die indianische Flöte, ja. Meine Frau und ich. Und wobei ich jetzt nicht einen indianischen Weg gehe. Sondern mein persönlicher Weg ist einfach nur das Christsein und das, diese Kraft spüre ich auch am Bogenschießen. Ja. Aber bitte ohne Kirche, ohne irgendeine... Kein Problem, Geld. Ist mir schon klar.